Ja, meine Freunde, Jan von Maxis Games. Ich habe mir eben schon den Mund fusselig geredet und habe gemerkt, ich habe das Mikrofon gar nicht an. Ehrlich jetzt, ich habe gequatscht ohne Ende, habe alles Mögliche erklärt, was früher mit Siedler möglich war und so weiter und habe dann vergessen, eigentlich das Mikrofon anzumachen. Eine geile Kiste, habe ungefähr 15 Minuten gequasselt, so wie ihr mich kennt. Okay, über die Wahnsinnsgeschichte, die uns ab 15. November erwartet. Das heißt, da ist Siedler, also das Spiel Siedler als Siedler 1, im Endeffekt fing das ja mal an, 25 Jahre alt und da erscheinen alle 7 Teile in einer History Edition und sind kompatibel im Endeffekt zu Windows 10, 4K möglich und alles drum und dran. Sogar im Multiplayer-Modus bei Uplay ist das möglich, dass du da spielen kannst. Also eine geile Kiste. Du kannst also mit deinen Völkern, du die aussuchst mit Römern und sonstigen Sachen, kannst du gegen andere spielen. Also das konnte man früher mal, wurde dann wieder eingestellt und hat dann nie mehr funktioniert. Also optimiert ist dieses, können wir hier auch lesen, ich hoffe, ihr könnt es sehen, optimiert für alle modernen Computersysteme. Ich hoffe natürlich auch, dass es auch für die alten Computersysteme noch funktioniert, weil ich habe extra für mich persönlich, haben wir hier zu Hause im Büro oder was auch immer, haben wir uralte Computer stehen, damit wir die uralten Spiele vor 25 Jahren noch spielen können. Also wir haben hier die Möglichkeit, überall alte Spiele zu spielen. Das macht nur Spaß. Und sogar im DOS-Bereich richtig geile Spiele. Und die es gar nicht mehr gibt heute. Die vermisst du also im Endeffekt. So, was gibt es im Endeffekt? Also, es gibt Siedler 4 logischerweise. Es gibt die ganzen Versionen, die hier gemacht worden sind. Gehen wir mal gerade zurück hier auf den Anfang. Also, hiermit fing das an. Das heißt also, hier fing das an. Mit Siedler 1, dann Siedler 2, dann Siedler 3. Ich gehe mal weiter, weil im Endeffekt viel Information steht immer dasselbe drin. Also, ich klicke mal auf, was da steht. Guck mal hier. Da steht also dasselbe. Also, im Endeffekt sind alle Verbesserungen da. Highlights Windows 10 kompatibel. Autosave 4K und Dual-Monitor-Unterstützung. Und mehr Spieler via Uplay. Das sagte ich ja schon. So, und damit hast du die Möglichkeit, alle diese zu spielen. Du kannst natürlich auch einzelne spielen. Wenn du sagst, also dieses möchte ich gar nicht spielen. Siedler 5 oder Siedler 6 oder Siedler 7. Sondern ich möchte nur Siedler 4 erwerben. Dann ist das auch möglich. Also das ist eine geile Kiste. Und ich finde das toll. Und zeige euch mal ganz kurz den Trailer, den Ubisoft hier gemacht hat. Der nicht ganz ist, auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, auch nicht das Prallste vom Ei. Viel Spaß beim Gucken. Bis bald! So, zum Spaß zeige ich euch mal, wie das wie Siedler 1 mal anfing. Im DOS-Bereich, ich habe das natürlich auf dem Rechner drauf, und ihr könnt mal sehen, wie das wirklich aussieht. Ich lasse einfach mal unkommentiert laufen, damit ihr auch euren Spaß habt, wie früher eben Sachen gespielt worden sind.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist irre. Absolut irre. Ich glaube, das reicht dann auch, um euch einen Eindruck zu verschaffen, wie das mal früher ausschaut. Aussah, Quatsch, ausschaut. Ich bin innen weg von den Socken. So, lieben Freunde, mein persönlicher Tipp, wenn ihr es erwerben wollt, macht es einfach. Siedler 3 und Siedler 4. Da wuseln die Figürchen noch rum. Es macht Spaß, sie anzuschauen. Die sind so geil, die sind so schnuffelig, die sind so knuffig. Das macht nur Laune. Im Endeffekt, das andere ist mir zu modern, sage ich persönlich. Hier die Vielfalt eigentlich, die Siedler ausmacht, hat sich in Siedler 3 und Siedler 4 wiedergespielt. Glaubt mir es und holt euch diese Version. Es macht nur Spaß. Viel Spaß dabei! Danke für die Blumen. Gern geschehen.